Sonntägliche Besichtigungsrunde. Das übliche Spiel, wir suchen die Hunde. Stimmig. Hier, ne, habe ich euch gestern im Auto schon gesagt, ne, weil ich ja in leichten Rage war. Das sieht für euch so aus, als wenn der locker auf der Ladefläche liegt. Tina, kommst du mal kurz? Würdest du bitte mal versuchen, den von der Ladefläche zu nehmen? Achso, hast du da reingeklemmt? Geht nicht, ne? Merkwürdig. Ladungssicherung vom Feinsten, ne? Da. Das ist das, was ich immer sag, ne? Wenn ich so filme, dann sagt ihr, Anne, du hast das Ding lose auf der Ladefläche liegen und damit fährst du 250 Kilometer. Nein, fahre ich nicht. Der ist hier eingeklemmt. Der ist fest. Der ist so fest, da geht's gar nicht. Ne? Also wie gesagt, manchmal, nicht böse gemeint, aber müsst ihr euch mit den Kommentaren einfach ein bisschen zurückhalten. Kurz nachdenken, ob wir doof sind oder nicht. Feststellen, dass wir nicht doof sind und euch den Kommentar einfach klemmen. Ansonsten, wie gesagt, ich bin froh, dass wir so eine tolle Community haben. Ich bin froh, dass wir so einen tollen Kanal haben. Aber es ist manchmal auch echt schwierig. Ja? Ah ja, wir haben ja jetzt, genau, wir haben ein elektrisches Tor. Ich kann ja einsteigen. Ich muss ja gar kein Tor mehr aufmachen. Ist doch voll Luxus hier. Sind hier voll bei den Nobelschröders. Nur die PDC nervt bei so einem Auto, ne? Knöpfchen drücken, Türchen geht auf. Oh, ist das fett. Da haben wir nun 10 Jahre drauf gespart, Muckis. Oh. Und nun gibt's das endlich. Genau, so Franzi gesagt, eigentlich wollen wir das Haus verkaufen und jetzt wird's schön. Ich wollte gerade sagen, nein, ich dürfte es gar nicht mehr verkaufen, weil eigentlich ist es fast so, wie es sein soll mittlerweile. Nach über 10 Jahren. Genau, ich hätte gar nicht hinten rausfilmen brauchen. Ich hätte ja auch einfach auf die Rückfahrkamera halten können mit. Wie ich jetzt hier können muss? Ich muss mich anschnallen, ne? Richtig. Oh, das ist voll cool. So, immer wieder sonntags. Wie viel sind es heute? 11, glaube ich, ne? 12. Schon ein bisschen Fahrerei, ne? Müssen wir noch tanken? Ja, nachher. Nachher, okay. Irgendwie müssen wir immer tanken. Wir brauchen ein bisschen weniger. Ja, stimmt. Vorherige Rubel. Das haben wir noch gar nicht erzählt. Es ist tatsächlich so, dass der hier ein bisschen weniger Sprit... 2 Liter ungefähr. 2 Liter. Ungefähr 2 Liter weniger Sprit braucht wie der andere. Das ist schon krass dafür, dass der den kleineren Motor hat, ne, und sich eigentlich mehr quälen muss. Ja. Obwohl dafür auch öfter die Motorkontrollleuchte an ist. Jetzt werden viele sagen, was? Aber die Motorkontrollleuchte geht an, weil er diese Partikel filtert, dass sie selber reinigt. Bei anderen Autos merkt man das, glaube ich, einfach gar nicht, beim SRT auch nicht und so. Ne? Also da merkt man das gar nicht, aber hier geht die Motorkontrollleuchte dann an für eine halbe Stunde oder so. Und das hat er schon 2-mal gemacht bei 1000 Kilometern. Das war früher eigentlich immer so, was wir für zu schätzen, alle 2.000, 3.000 oder so. Ja, alle 3.000 hätte ich jetzt auch gesagt, ja. Ja, schon 2-mal. Ich meine nicht, dass das schlimm ist. Mir ist das ja egal, was da hinten rauskommt. Aber ja, das war jetzt schon 2-mal. Das ist mir aufgefallen. Das macht er anscheinend öfter, diese Reinigung. Wann muss der hier zur ersten Inspektion, wenn du sagst, der hat ja schon fast 1.100 gelaufen? Hm, ich weiß nicht, ob die erste, das weiß bei dem Motor jetzt ja nicht, ne? Vorher war es alle 25. Okay. Seitdem muss er ja öfter hin. Ja. So, weil wegen fetter Motor und so. Ja, und Asbab uralte Technik, ne? Ja, ich weiß nicht, wie das bei diesem Jahr ist. Was dann das erste Ölwechsel macht, weil es das ja so, dass der erste Ölwechsel früher kommt, ne? Ja. Ist ja auch. Ja. Aber wir werden sehen, das Auto wird uns sagen. Wir müssen heute darauf achten, wenn er 1111 Kilometer macht, müssen wir ein Foto machen. Das ist immer so ein Spleen von uns. Okay, ja, also wie gesagt, Sonntag, Besichtigungsrunde. Ja, es hat glatt gemacht. Ja, cool. Im Hintergrund läuft das Video, ne? Aber wie ihr seht, ne, wir sind unterwegs. Ich werde zwar immer mal zwischendurch, wenn so ein bisschen Zeit ist, lesen auf jeden Fall. Das kann ich nur immer wieder betonen. Wir lesen immer, ne, aber beantworten. Ja, das seht ihr an dem Herzchen. Also Herzchen können nur wir verteilen. Da seht ihr definitiv, dass wir es wirklich gelesen haben. Aber alle Antworten. Ich glaube, das ist irgendwann unmöglich, leider. Ne? Ja. Oh. Genau. Aber lesen tun wir alles, definitiv. Ja. Deswegen habe ich ja auch jetzt in Hamburg so gemeckert, weil eben manchmal auch so viel Schrott dabei ist, den man dann beantworten muss. Dass es einfacher wäre, wenn
Ich finde das übrigens auch cool, fällt mir gerade ein, dass die Community sich oft auch die Sachen selber beantwortet. Na, also, total geil. Genau, die, die lange dabei sind, beantworten oft für die, die gerade frisch dazugekommen sind, Dinge, die ich vielleicht schon zwei, dreimal in... Das sind oft auch die Kanalmitglieder, ne? Also ja. Das ist die, wir haben ja, viele wissen das ja noch nicht, das kann man vielleicht nochmal erklären, man kann Kanalmitglied bei uns werden, das sieht man neben dem Abonnieren-Button steht dieser Mitglied werden-Button. Wenn man da draufklickt, dann kann man sich das mal angucken, wie das alles zusammenhängt. Dann kriegt man so ein extra Logo bei seinem Namen, bei den Kommentaren und die Möglichkeit, im Shop hat man als Kanalmitglied dauerhaft 10% Rabatt. Und filmst du mir nach hinten? Dauerhaft 10% Rabatt, das ist natürlich der schönste Vorteil. Man hat diesen Button neben den Kommentaren, das heißt, es sieht, jeder andere sieht, dass man Kanalmitglied ist. Und gerade jetzt, weil es ganz gut, dass wir das jetzt eben ansprechen, findet wieder so eine Bestellrunde statt, denn die Kanalmitglieder haben ein eigenes Shirt. Das heißt, wenn ihr uns mit dem Shirt irgendwie uns trefft oder so, oder wir euch sehen, sieht man direkt, dass ihr Kanalmitglied seid. Das sind diese Support-Shirts. Ich kann da mal das jetzt... Ja, ist das ja, ne? Start-Stau-Automatik, das ist der größte. Ich kann das jetzt mal einfügen, also es wird jetzt neben mir hoffentlich auftauchen, wenn ich dran denke, wie das Shirt aussieht. Und das kann man dann nur als Kanalmitglied bestellen und dann natürlich tragen. Diese Bestellrunde startet ab jetzt. Die Kanalmitglieder wissen das jetzt schon, weil ich das nämlich heute am Sonntag nämlich online gestellt habe. Die muss ich immer auf Vorbestellung machen, weil das natürlich ganz kleine Stückzahlen sind. Wir haben ja nicht viele Kanalmitglieder. Das ist möglich. Guckt euch da mal um. Vielleicht habt ihr Interesse dran. Ist auch gar nicht so teuer. 5 Euro im Monat. Wir kriegen fast alles davon. Das habe ich mal zu dir gesagt. 2,70, 2,80 kriegen wir, ja. Ich glaube knapp 3 Euro. Ich weiß irgendwie so, also 2 irgendwas hat Anne recht. Kriegen wir davon ausgezahlt. Der Rest geht natürlich an YouTube leider. Aber das ist natürlich eine Wahnsinnsunterstützung für uns, ne? Wenn ihr Interesse habt, uns zu unterstützen. Ne? Und ansonsten ist ja das Geile an YouTube, YouTube ist for free. Ne? YouTube ist ja für euch völlig, ne? Gerade an die, die sich immer und gerne viel aufregen. Es ist ein kostenloser Content, den ihr zur Verfügung gestellt kriegt. Für Premiere müsst ihr zahlen, für Amazon müsst ihr zahlen, für alles Mögliche müsst ihr zahlen. YouTube ist kostenlos. Also könnt ihr euch zwar über die Werbung aufregen, die vor den Videos kommt, aber... Diese Werbung finanziert die Videos. Diese Werbung macht es überhaupt erst möglich, euch einen kostenlosen Content zur Verfügung zu stellen. Und bei RTL, Sat1 und den ganzen anderen scheiß Privatsendern, die auch nur Grütze senden, habt ihr noch viel mehr Werbung. Richtig. Wieso spreche ich das an? Ganz einfach. Ich habe irgendwie schon mal jemanden gehabt, der hat uns abonniert und dann hat er unter irgendeinem langen Video, da wird wohl öfter Werbung geschaltet, hat er unter irgendeinem langen Video kommentiert, dreimal Werbung in einem Video, ich deabonniere euch. Ja, sorry. Erstens, dann tu's doch. Zweitens, ich schalte die Werbung nicht. Nee. Ich habe da keinen Einfluss drauf, was gesendet wird. Weil wir können ein bisschen was ausschließen. Politische Werbung, aber auch nicht alles. Ich habe schon mal ganz kuriose Sachen gehört, die da geschaltet wurden. Da haben wir keinen Einfluss drauf. Nein. Und man muss dazu sagen, sagst du mich gerade, das war ein langes Video. Wenn das Video, unsere Videos, wir haben ja mal gesagt zu euch oder mit euch beschlossen, da haben wir euch ja tatsächlich gefragt, was sollen wir machen. Habt ihr gesagt, dass es egal ist, wie lang die Videos sind. Das heißt, ich gucke nicht mehr darauf, dass die Videos maximal 20, 30, 40, also ich schneide einfach und wenn das Video eine Stunde geht, geht es eine Stunde. Das kommt auch am besten an, das mögen die meisten. Aber natürlich findet YouTube das auch mega und denkt dann, bei einer Stunde Video kann ich auch mal dreimal Werbung reinknallen. Da haben wir überhaupt keine, können nein, wir nicht machen. Nein. Also da haben wir keinen Einfluss drauf, ändern wir nichts dran. Aber eine Sache, die ich noch sagen wollte, natürlich müsst ihr kein Kanalmitglied sein, um uns zu unterstützen. Uns unterstützen tut ihr schon, indem ihr die Videos guckt. Schnell guckt, also wenn die Videos online gehen, wenn ihr früh dabei seid, euch das anguckt, einen Kommentar da lasst, ein Like da lasst. Die Werbung durchguckt. Die Werbung durchguckt, hilft das tatsächlich auch. Dann kriegen wir ein bisschen mehr Geld. Aber wenn ihr die weiterskippt, ist das natürlich auch in Ordnung. Aber ihr unterstützt euch schon, indem ihr uns einfach schaut. Ne? Wenn ihr immer dabei seid, kommentiert, liked, das hilft schon enorm. Und es muss also nicht keine Kanalmitgliedschaft sein, obwohl ich natürlich die Community mega finde. Ja, wir haben eine sehr, sehr gute Community. Ja, das ist wirklich Hammer. Also wir haben auch wirklich sehr, sehr viele Stammgucker auch unter den Nicht-Kanalmitgliedern. Genau. Man sieht das immer an den Kommentaren. Wir haben viele, die sind eben nicht Kanalmitglied. Kann ich auch verstehen, wenn man sich das nicht leisten kann. Ist logisch, alles in Ordnung. Gut. Aber die unterstützen uns eben dadurch, dass sie wirklich jedes Video kommentieren. Das sind diejenigen, die am Anfang, viele regen sich darüber auf, weil ich das nicht in Ordnung finde, die am Anfang mal Erster, Zweiter und so schreiben. Ja, das ist eben so ein Community-Ding. Das ist das Ding von der Community, da möchte ich nicht, dass da jemand drüber meckert. Das finden die einfach lustig. Ich finde es auch lustig, dass das so ein bisschen eine Challenge ist, wer als Erstes ist. Marcel ist immer Fünfter, egal wann immer, er guckt. Genau, auch wenn er 300er ist. Genau. Marcel ist immer Fünfter. Für uns ist das völlig in Ordnung, also bitte lass die ja machen, was genau, sie wollen. Genau, lass den Leuten ihren Spaß, richtig. Das sind nämlich auch diejenigen, die auch andere Kommentare lesen und beantworten und sich wirklich da viel mit beschäftigen, wofür wir dankbar sind. Weil das hilft uns auch. Es sind ja auch viele
böse Kommentare manchmal, wenn ihr die natürlich vor uns seht und meldet oder antwortet, ist das natürlich für uns einfacher. Ne? Gut, wir müssen die Hunde ausladen, genau, wir müssen ja zusehen, dass wir weiterkommen. Es ist gleich 7 Uhr. Wir haben gerade die Mucki. Hey, seid ihr? Da seid ihr. Joa. Wir haben gerade die Muckis von Oma geholt und sind jetzt dann auf dem Weg nach Hause und haben dann jetzt auch gleich Feierabend. Ja? Ganz normale Sonntagsrunde. Ich wollte sagen, ich hätte eigentlich nur noch Lust auf Haare ab. Ich sehe aus wie so ein Hippie, wie so ein Bombenleger. Also Haare ab, duschen und Bett wäre dann, glaube ich, schon ganz cool. Vielleicht schraube ich mir noch einen Bananenweizen in den Kopf, dann schläft es besser. Und dann geht es ja morgen früh, ganz cool. Morgen früh fahren wir um 7:30. Entgegen, sonst fahren wir um 8. Und morgen früh fahren wir um 7:30 zu einem guten Freund von uns. Der leiht uns nämlich seinen Trecker. Dann schrabbel ich mit dem Trecker zurück zum Platz. Und dann kommt nämlich um 8:30 Uhr, also um 8:30 Uhr, kommt nämlich der Holzspalter vom Holzhof Aschendorf mit dem Florian, ne? Weiß ich nicht. Ich schätze mal, dass Florian mitkommt. Ich hoffe, Florian ist ganz cool, ganz sympathisch. Das ist der, der auch damals bei uns gehäckselt hat, der Florian. Das ist ja der Mitarbeiter vom Stefan, vom Holzhof Aschendorf. Gemulcht. Genau, und gemulcht hat er auch für uns, richtig. Also das ist quasi Stefans Best Mann, hätte ich jetzt fast gesagt. Ich glaube, nicht der Mann. Und ja, aber das unfair den anderen gegenüber. Und der kommt dann nämlich mit dem Holzspalter und dann klemmen wir den Holzspalter an eine Zapfwelle vom Trecker und dann machen wir Brennholz. Nee, gut, also. Was, die fliegen hier durch die Luft. Ach, der ist am Mähen. Der ist am Mähen. Krass. Ich dachte, warum ist das hier so riesig? Du sollst vorne filmen. Gräserpollen hier durch die Luft fliegen. Der ist am Mähen. Das ist total nebelig hier gewesen. Wir mähen direkt mit 2 Mähwerken. Er ist am Mähen und er ist am Mähen. Die Wiese hätte ich ja noch gerne, ne? Die Wiese hätte ich noch gerne. Und natürlich eigentlich die Wiese. Aber da, wenn man da drauf neu bauen würde, das wäre schon groß genug. Naja. Ja, cool. Also, wie gesagt, Holzspalter kommt. Ihr seid live mit dabei und wir haben dann jetzt um 7 Uhr Sonntag dann auch endlich Feierabend. Es ist so geil, ne? Es ist so geil, dass das Tor immer auf ist, ne? Na, fahr es nicht kaputt, es muss ihm noch eine Sekunde geben. Da ist halt der Öffnungswinkel weiter, ne? Das ist, ich steige aber jetzt schon aus. Nee, du kannst ja gleich aussteigen. So, eingestiegen. Mal sehen, wie scheiße das aussieht, wenn man hier reinfährt. Es ist nämlich echt sackhaft. Ja, ja. Wir mussten ja, das haben wir glaube ich gar nicht im Video gezeigt, das habe ich glaube ich auch nicht mal erzählt. Wir mussten tatsächlich die, Start-Stopp-Automatik, ne? Wir mussten die Axt umschrauben. Ne? Also die Axt, die war vorher oben am Dachgepäckträger festgemacht, die musste ich runterschrauben. Die ist jetzt unten am Dachgepäckträger festgemacht, damit die überhaupt reinpasst. Vorher war die nämlich hier oben festgemacht, dann batz, da passt die nicht rein. Ne? Man sieht hier die kleine Macke, die hat die Axt da reingeschrabbelt. Und das Tor geht wieder zu. Alter, es ist so geil. Ne? Ich freue mich so ein Ass. Ne? Es hat 10 Jahre gedauert, bis ich endlich... Und das Krasse ist, wir wollen ja verkaufen. Oder wir müssen. Das hat mit Wollen nichts zu tun. Ne? Aber wir können das Haus nicht halten. Wir können nicht neu bauen und das Haus halten. Wie soll denn das funktionieren? Ne? Also vermieten, auf den Stress habe ich keinen Bock. Und dann kriegst du irgendwelche rein, die keine Miete bezahlen oder so. Also hallo? Wir werden es verkaufen müssen, denke ich. Ich wollte sagen, jetzt muss das Tor wieder aufmachen. Vielen lieben Dank. Bitte. Paket ist ausgeliefert worden. So süß, die schönen Beine. Abend, ihr zwei. Ciao. Genau. Sitz. Tut wenigstens so, als wenn ihr hören könntet. Na, hören könnt ihr gut, ne? Mit dem Gehorchen ist das so eine Sache. Kiste messen. Aber wir haben vielleicht unsere Kiste verkauft. Ja, ich weiß, da hatte per E-Mail auch noch einer ja, von euch. Mehrere, es haben aber wie gesagt auch mal wieder. Das war einer am schnellsten. Mit dem bin ich auch schon mit den Verhandlungen durch, leider. Wolltest du nicht unten messen? Nein, da oben ist die breite Stelle, weil da das Ding raus ist. Ah, okay. Wie breit? Ah, Schoki kommt auch um die Ecke. Jo, Schoki kommt auch um die Ecke. Ja, dann. Holen wir mal. Cool. Die kommen, glaube ich, vom Marco. Ne? Der hat die, glaube ich, bei der lieben Franzi abgegeben. Ne? Ja. Ja, cool. Vielen lieben Dank, Marco. Ja, Franzi, da ist noch Franzi. Mehr drin. Ich muss sagen, das kann man
können wir mal unboxen. Genau, unboxen wir gleich. Wow, da wäre ich fast vor der Bühne gelaufen. Da ist übrigens mein Pulli noch drin und eigentlich muss die auch morgen zum Platz, damit wir eine scharfe Säge haben, ne? Obwohl, nee, mein LKW ist auf dem Platz, ne? Da ist so da sollte eine Säge drin sein. Tyson? Ha! Kann ich ja doch gehorchen. Das kreuzen wir mal rot im Kalender. Wen haben wir jetzt auf dem Kicker? Mal, seid ihr doof? Kommt da jemand? Jo. Montagmorgen. Montagmorgen. Wunderschöner Sonnenaufgang. Wir sind heute schon ein bisschen früher wie sonst, weil wir ja jetzt den Trecker abholen müssen. Weil die ist genauso nervig wie die PDC. Also, wie gesagt, dank elektrischen Tor kann ich mich ja nun auch schon morgens ins Auto setzen. Das geht ja nur alles per Knopfdruck. Das ist so geil, ich könnte mich da so drüber freuen, denn wie gesagt, 10 Jahre lang. Und jetzt endlich hat man das, ne? Obwohl wir eigentlich ja verkaufen möchten. Als der neue Besitzer. Ja, freut sich der nur. Ferienhaus. Naja, das können wir uns nicht leisten. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Sag mal, würdet ihr das Ferienhaus mieten? Naja, also wie gesagt, schöner Sonnenaufgang. Wir fahren jetzt los, holen den Trecker und dann gibt es heute ein Video vom Sägespaltautomat. Oh, ich höre euch einmal zurück. Ich sitze jetzt alleine im Auto. Arne ist vor mir im Schlepper, im Trecker unterwegs, da unser Freund nicht genannt werden möchte, von dem wir den Trecker geliehen haben. Werde ich das jetzt nicht filmen, weil man dann das Kennzeichen sehen würde. Das ist für euch oder für die meisten Zuschauer natürlich uninteressant, aber wir haben natürlich auch örtliche Zuschauer. Und ja, da hätte er das halt nicht so gerne aus besonderen Gründen. Das ist völlig egal, warum. Für uns ist das natürlich völlig in Ordnung. Wir sind dankbar, dass wir den Trecker gekriegt haben, dass das alles so kurzfristig geklappt hat. Ist ja nicht selbstverständlich, dass man einfach seinen Schlepper einfach ausleiht. Also nochmal vielen Dank. Du weißt, wer... Oder du weißt, dass du gemeint bist. Wir filmen natürlich nicht das Kennzeichen, das werden wir nachher abhängen. Das heißt, dann werdet ihr den Trecker natürlich auch sehen. Zwangsweise geht ja nicht anders, weil ihr wollt den Spalter ja auch sehen. Aber ja, Arne fährt, wie gesagt, vor mir. Wir kommen ein bisschen zu spät, beziehungsweise ja, doch ein paar Minuten zu spät wird Arne gleich auf dem Platz auftauchen. Ich habe die Fahrzeit einfach nicht gerechnet. Ist ja logisch, er fährt ja wesentlich langsamer, als wenn ich jetzt hier im Privat-PKW oder im PKW fahren würde. Aber kein Problem, wir sehen das alles ganz gelassen. Die Stunden für den Stefan laufen natürlich, das bezahlen wir natürlich, wenn der Florian schon da sein sollte oder er selber, ich weiß nicht, wer von den beiden kommt. Das ist natürlich kein Problem, also das ist halt unsere eigene Schuld. Aber schneller geht's leider nicht. Ja, ich habe mein Handy vergessen, das heißt, ich muss gleich erstmal kurz nach Hause düsen, aber ich glaube, so viel länger werde ich nicht brauchen als Arne, weil der ein bisschen langsamer ist. Das habe ich nicht vergessen, weil Markus hatte heute Nacht irgendwie wohl Zahnschmerzen und da müssen wir mal gucken, ob der irgendwie einen Arzttermin kriegt, dass der dann eventuell heute nicht kommt oder später kommt oder wie auch immer, weil Zahnschmerzen sind doof. Aber wir gucken mal. Aber das Handy auch natürlich liegen lassen, ich dussel. Das muss ich noch abholen. Na, okay, bis gleich. Stoppe, nichts machen. Also mit dem Kabel. Drehen ganz bisschen nach hier ein. Ja. Okay, jetzt musst du durchfahren. Weiterfahren, 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 weiterfahren. Stopp, jetzt bist du dran. Jetzt ein bisschen ankippen. Ja. So. Best noch eine Anhaltung. So, und jetzt fährst du vorsichtig langsam rückwärts. Ganz vorsichtig. Mit 3 Mann auf dem Ding drauf. Ganz langsam. Ganz langsam. Ganz langsam. Ganz langsam. Ja, mach. Ganz ruhig und langsam. Sonst nichts machen. Nur gleichmäßig zurückfahren. So, und jetzt kannst du schon langsam runterlassen. Und dabei aufpassen, dass die Palettengabel parallel bleibt, ne? Ja. Das ist so geil, ne? 3 Mann auf dem Ding drauf. Kann auch nichts mehr passieren. Siehste. So.
Feedback. Hat doch einen Gleichstellungsbeauftragten. Alter. So, unten ist er schon mal. Jetzt müssen wir das Ding noch im Anhängen und alles schick machen. Am Boden kann nicht mehr viel passieren. Nee, ich wollte nur sagen. Jetzt, wir müssen aber gleich den Greifer wieder anhängen, dass du den bestücken kannst, ne? Ja, ja. Wir probieren das wieder vorne. Oh, das ging doch super. Ja, oder wie gesagt, ich fahre dir sonst das Ding nach Hause, das ist mir auch Wurst. Also, oder wir müssen uns halt wieder mit drei Mann draufstellen. Das geht ja. Das Problem ist der unebene Boden, das mag, das gibt's hier gar nicht. Das gibt der ja, und der hebt halt mehr, als er selber wiegt. Das ist auch ein Problem. So, Tina holt jetzt die Stämme mit dem Wehrmeer. Ich muss ein bisschen brüllen, weil der Trecker natürlich... Die legen wir hier hin, die lagern wir vor, dann können wir die aufs Band legen. Das ist der Sägespaltautomat. Und dann geht er gleich rund. Wir haben wieder Hilfe hier von unserem Kollegen Stefan vom Holzhof Arschendorf. Der hat seinen Mitarbeiter. Ich habe deinen Namen noch gar. Jan. Jan. Ja. Du bist letztes Mal den LKW gefahren, richtig? Genau. Ja, siehst du. Gut. Ja. Magst du eben ein Stück holen zur Probe oder bist du fasziniert? Das sind gleich der erste Tür rein. Ja, dann holen wir den der erste. Kannst du kein Futter gegen kriegen gegen so eine Maschine, ne? Voll fast! Okay. Ja, sollte wohl gehen.
entspannt die hydraulisch nach oder müsst ihr das manuell? Ja. Okay. Da du den ja schon lange in Gebrauch hast und die Kamera gerade läuft, bist du da gut mit zufrieden? Ja. Ja? Tippitoppi, nur zu empfehlen. Gut. Das ist der Typhoon. Welche Größe? RCA 400. Okay. Also bis 40 cm quasi. Genau. Ja, top. Da sagst du, größer geht immer, ne? Ja, es gibt noch eine größere, aber ja gut. Also Bedienung und so sagst du alles ziemlich einfach alles. Einfach gehalten alles. Gut. Ja. Aber bislang haben wir noch keine großartigen Probleme mit gehabt. Also normaler Verschleiß. Ja, genau. Maschinen werden halt benutzt, ne? Richtig, genau. Ja, das ist nämlich der Stefan, der Chef vom Holzhof Aschendorf. Der auch den großen Bunkerhacker hat und die Abrollcontainer-LKWs und mit dem man echt gut zusammenarbeiten kann. Der macht ja Brennholz, wenn er dann keine Hackschnitzel macht. Und der hat uns das Maschinchen heute eben geliehen. Und ein anderer guter Freund hat uns eben den Trecker geliehen, aber der Freund möchte nicht erwähnt werden. Aber er weiß, dass er gemeint ist, er guckt unsere Videos und ich bin richtig, richtig froh, dass der Trecker heute hier ist. Ich glaube aber, da die Sägespäne doch ganz schön nach vorne pusten, ich muss, glaube ich, mal die Heckklappe zumachen, sonst weiß nicht, ob da schon Späne drin sind, aber eigentlich bläst der nach unten. Jo, ich lasse ihn wieder tanzen. Ich lasse ihn wieder tanzen. Holz, ne? Für eine knappe Stunde ist das schon echt fett, finde ich. Unseren Geschäftstermin jetzt abgeschlossen, ist gleich 4 Uhr. Das ist ein großer Wohnungsbauträger, da wollen wir gucken, dass wir da reinkommen. Also der ist mit unserer Arbeit gut zufrieden und der hat uns eben an einen großen Bauträger weiterempfohlen und mit dem haben wir jetzt mehrere Liegenschaften besichtigt und wäre schön, wenn wir da auch mit dem dann ins Geschäft kommen würden. Jetzt ist aber Dienstag, das Video geht gleich online in einer halben Stunde, werde ich nicht unbedingt, das ist so geil, das Tor schon offen ist, ne? Keiner braucht aussteigen, das ist so geil, ich freue mich, wie kann man sich über ein elektrisches Tor so freuen, ne? Aber wenn man 10 Jahre drauf gespart hat, dann wisst ihr, warum ich mich so freue. Wir fahren nämlich jetzt gleich zum Training von den Kiddies, ne? Ihr habt ja dafür gesorgt, dass die die Taschen kriegen und so, ihr habt echt fleißig gespendet, wir konnten da die Taschen und alles von bezahlen, super. Wir haben eben die Trikots und die Trainingsanzüge und den ganzen Kram gesponsert und bezahlt. So kommt hier bei uns die Post in den Privatwagen, ja, mit Privatklamotten. Also, nein, das ist nicht Apple, sondern... Ja, es gibt mittlerweile, das war schön, als die Post früher noch Monopol hatte. Ne? Da waren die Briefpreise noch bezahlbar und die Post kam auch an. Seitdem da jeder mitmischt, kommt der Scheiß nicht mehr an und das Porto wird jedes Jahr erhöht. Ja, also wie gesagt, ihr seid gleich live beim Training von den Kiddies dabei und wir schmeißen jetzt gleich noch schnell ein paar Fußleisten rein, die wir bei uns noch über haben von unserer Renovierung.
haben wir noch so knapp 40 laufende Meter Fußleisten über. Die nehmen wir jetzt gleich mit, weil der Fußboden im Gnadenhof ist auch schon fertig. Da fehlen noch die Fußleisten und da haben wir gesagt, hey, dann gibt es von uns auch noch die Fußleisten oben drauf, damit das dann auch wirklich alles schick ist. So, aber da müssen wir jetzt gleich eben hinterher und deswegen wird das mit den Kommentaren wahrscheinlich ein bisschen dauern. Wir freuen uns auf die Kiddies, die haben sich über die Klamotten gefreut. Fußleisten nehmen wir nicht hier hin, die nehmen nicht damit hin. Okay. Die länger sind. Zu lang fürs Auto, ne? Oben drauf bin? Na gut. Das ist so geil. Wir sind hier nochmal auf dem Weg und checken eine Location für morgen früh. Wir haben da mal eine Bekannte rausgezogen, die mit ihrem Grand Jeep Cherokee mit Straßenbereifung, muss man dazu sagen, stecken geblieben ist. Ich war hier, ne? Genau. Hier ist richtig Piste. Weil das, also hier ist ja nur Buckelpiste, hinten wird es dann noch schlimmer und den Tag hat es auch noch geregnet. Aber das ist so ein kleiner Insider-Tipp, gerade unter Hunde- und Pferdefreunden, weil man da auch mit dem Pferd wohl ins Wasser reiten kann. Wir würden dann morgen früh hierher kommen, wenn eben hier keiner ist, weil die alle arbeiten müssen und so. Aber wir zeigen euch eben den auch noch mal ganz kurz. Das ist dann quasi auch so ein quasi Hotspot, sag ich mal. Ne? Und da würden wir dann gerne ein paar Wasserfotos mit Baum so im Hintergrund machen, dies und das, mit Ruby irgendwie so ein bisschen, weil da eben, wie gesagt, das so ein bisschen geländemäßig ist. Ich glaube, leider so dicht kommt man auch nicht da dran. Also wir müssen, wie gesagt, mal gucken, dass, aber daran seht ihr, wie aufwendig das ist. Ne? Wie gesagt, wir sind jetzt noch vor dem Termin mit den Fußballjungs, sind wir eben jetzt hier noch unterwegs und gucken eben, ob die Location was ist und dies und das. Ne? Also eben auch das gehört zum Kalender dazu, ne? Dass man irgendwo hinjagt und dann gucken muss, kann man da überhaupt ungestört shooten, kriegt man da die Bilder, die man haben will und so eine Geschichte nehmen. Die haben aber gut ausgebessert hier. Ne? Also ja, wenn ich überlege, im Winter waren das ja Löcher, da hätte Ruby drinne versenken können. Ne? Die hat sich ja nicht umsonst mit der Achse komplett aufgelegen. Ne? Der Cherokee. Ja. Wenn die mit der Achse auflegen, dann muss ein anderes kommen. Ja, dann muss was anderes kommen, ja. Also einmal dieser Weg hoch. War das direkt die erste rein oder die zweite, ja, wollte ich gerade sagen. Sind wir hier damals reingefahren, ja. Direkt die erste? Anne, hier ist dieser Weg hoch zum See. Wir fahren einfach mal hoch, oder? Ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Wenn das bei solchen Löchern Autos mit weniger Bodenfreiheit aufsetzen, gerade so Grand Jeep Cherokee oder so. Das ist, glaube ich, ganz klar dann. Andere Seite muss von hier durch. Hast du mal gesehen, wie der Passat dahin gekommen ist? Der muss halt geschickt fahren, ne? Moor hier, ja. Deswegen fällt das so ein. Ja. So, hier ist der Sportplatz von unserem neu gegründeten Verein. Nee, Verein nicht, Mannschaft. Mannschaft, Entschuldigung, ja, neu gegründete Mannschaft, die hier auch quasi in der Mitte von Westoberledingen trainiert. Deswegen heißt die ja auch WOL Mitte. Genau, da passt du noch hin. Und heute Abend ist eben Training und weil wir schon beim Spiel nicht dabei sein konnten, haben wir dann gesagt, wollen wir wenigstens beim Training dabei sein. Die Spiele finden natürlich meistens am Wochenende und meistens wieder arbeiten. Beziehungsweise samstags war ich noch in Hamburg und Tina hat das Video für euch für Sonntag geschnitten. Deswegen muss die andere Kamera noch mitnehmen. Deswegen waren wir nicht beim Spiel dabei. Leider, ich hätte mir es gerne angeguckt. Die Jungs machen sich gerade warm. Gibt gleich sogar echt noch ein Testspiel für uns. Ich wollte euch noch mal ganz kurz das zeigen, was ihr bezahlt habt, weil hier sind die Taschen. Mit Nummer von den Jungs drauf. Jeder hat seine Rücknummer drauf und natürlich unserem Logo. Ne? Das haben die Jungs ganz alleine euch und eure Unterstützung zu verdanken. Finden wir echt cool. Wir haben eine super geile Community. Die Taschen hier, die habt alle ihr bezahlt. Da haben wir nichts mit zu tun. Das wart ihr und dafür möchte ich euch ganz, ganz, ganz lieb danken. Das ist super der Hammer, was ihr uns möglich macht, dass wir den Jungs das möglich machen konnten. Also vielen, vielen lieben Dank dafür. Die machen sich jetzt in ihren T-Shirts warm. T-Shirts sind eben so fürs Training und so. Wir haben auch noch Trainingsanzüge. Und dann gibt es gleich ein Testspiel gegen die E-Jugend in den Trikots, glaube ich. Warten wir es mal ab. Also die Trainingsjacken, die zu den Trainingsanzügen gehören, das sind die Warmmacht-T-Shirts und das sind die Jacken. Die Coach-Jacken, ja. Ja. Ja, cool. Sehr, sehr cool. Die sind auch was dicker. Ja, die sind wegen, ne, im Herbst wegen rumstehen. Mit Kapuze, genau. Also
Und wie gesagt, das sind die Shirts, die die Jungs jetzt auch anhaben und das sind die Jacken zu den Trainingsanzügen. Richtig, ziehen die Jungs nachher auch nochmal an zum Foto. Cool, das ist lieb von euch. Hey, was kommt her? Halte! Geh du mit dem Torwart warm schießen, bitte! So, Malik, Wilko, Robin, hier in das Viereck! Zwei Mann da, hinterm Ball, einer hier! Wollt ihr da einschlafen? Sehr gut! 24, schön. Mitte des Südwesten. Ja, also sich bei den Großen auch schon abgeguckt, ne? Ja. Wenn sie über Maures Hügel stolpern, große Schwalbe machen. Ja, das kann dann das. Nee, mal, ne? Ja, das können die am besten. Hallo! Tina! Hallo! Hallo! Alle! Wir sind ein! Lukas! Keno? Hinterlaufen, so wie gerade geübt. Verstanden? Hinterlaufen. Sein lassen zu Lukas. Hinterlaufen. Steigen. Niklas, was ist da los? So, Tina und Arne, im Namen der kompletten JSG WOL Mitte D-Jugend, vielen lieben Dank. Haben wir auch noch ein paar Präsente für euch. Das ist lieb. Und das wäre auch nicht nötig gewesen. Wir haben das wirklich gerne getan. Und es ist ja auch nicht nur unser Verdienst, ist das für dich. Guck mal, da steht dein Name drauf. Cool. Auch ein Trikot für euch. Dankeschön. Trikot. Sondern es hat ja auch einen Teil unserer Community dazu gesteuert. Danke. Ne? Also, danke. Nochmal 20 habt ihr beide, 2020. Mega. Cool. Das ist mega, danke. Das sehen wir auch nächstes Mal dann an. Ja, haben wir zumindest die ersten Fans, die sogar ein Trikot von euch haben. Ja. Oder? Ja, ich finde das gut. Mich freut das, wenn euch die Sachen gefallen. Ja, klar. So, geiler Abend. Eigentlich, also uns hat das richtig, richtig gut gefallen. Eigentlich ja, nimmt man sich. Ich kann ruhig sagen, wir sind ein bisschen überwältigt, ne? War echt toll. Genau, ne? Und eigentlich nimmt man sich viel zu wenig Zeit für solche Sachen. Na, guck mal. Guck mal, wir haben hier personalisiert, ne? Mit unserem Namen drauf. Wir haben einen Präsentkorb gekriegt. Da ist sogar noch eine Spende für unsere sozialen Projekte drin, was absolut der Hammer ist. Was absolut eigentlich krass. Es wäre nicht nötig gewesen. Wir wollten ja dem Verein helfen. Jetzt hat der Verein sogar noch eine Spende für unsere Projekte noch mit übergeben. Und wie gesagt, wir haben hier Trikots und ist der Hammer. Jetzt müssen wir aber trotzdem noch zu unserem nächsten Projekt, weil wir müssen euch ja noch zeigen, wir schmeißen jetzt schnell unsere Fußleisten drauf, die wir dann ja noch quasi dazulegen. Weil Henning heute den Raum fertig machen will. Henning will heute den Raum fertig machen, der streicht da nämlich noch im Einmal durch, so wie ich das mitgekriegt habe. Und dann will der noch den Fußleisten kleben, der Fußbonus drinne und da genau, nehmen weil wir... Ihr habt ja gesehen, das weiß Arne noch gar nicht, Markus und ich haben letzten Freitag, als du bei Hauke warst, da schon grundiert. Markus und du haben da grundiert? Ja, haben die aber schon gesehen. Habt ihr schon gesehen? Ich noch nicht. Nein, also. du auch, wenn du das Video hier kontrollierst, hätte ich fast gesagt. Arne, guck die Videos, wenn die fertig sind, die einmal durch natürlich, damit ich nichts Komisches reinschneide. Dann hast du das natürlich. Nicht beim Pinkeln oder so. Was hat Hauke letztens gesagt? Genau. Hauke musste letztens auch pinkeln. Und dann, ich hatte die Kamera laufen, dann hat er gesagt, du hast doch jetzt nicht die Kamera laufen. Ich so, doch klar leuchtet die Kamera. Und dann meinte Hauke, okay, ich drehe mich um, aber vorher mache ich ihn für die Präsentation fertig. Das ist jetzt so ein Insider. Ist immer gut, dass ihr unseren Funkkontakt nicht hört. Der ist immer sehr zweideutig. Aber eigentlich ganz witzig. Ich mach voll zu. Aber eigentlich ganz witzig, ja. Ein bisschen höher, oder? Ja, K4711 sagen wir immer. Wozu braucht man einen Dachgepäckträger? Ne? Genau für so einen Scheiß braucht man einen Dachgepäckträger. Ne? Dafür haben wir den. So, jetzt muss ich nochmal schnell gucken, wie das wieht. Was? Die Sachen vom Shooting kannst du drin lassen wegen morgen, ja. So, guck mal ganz schnell, wie das Video läuft.
So, wir sind wieder da. Ja, guck mal, da läuft ein Grill. Das gibt's ja gar nicht. Ja, da sitzt er und winkt. So, keine Hühnerplattform? Nein, nur Scheuchen. Nur Scheuchen. Die laufen, ne? Anstatt zur Seite zu springen, ne? Wie im Trickfilm. Ne? Man muss Alter, die könnten stehen bleiben, weil da, wenn sie nicht gerade vom Reifen stehen bleiben, wird es da auch locker drüber kommen. So. So, lassen wir so dran das Klebeband. Ne? Ach, haben wir es abgerissen? So. Geht das so? Und dann nach hinten weglaufen oder wie jetzt es gerne? Egal. Ja, dann gehen wir so nach hinten weg. Wow. Okay, hab's. K4712. H489. Was weiß ich, wie dieser dusselige Kleber heißt. Ha? 15. Kriegst du die Kurve? Ja, ich krieg die Kurve. Ja. Ja, ich muss da drehen, sonst krieg ich die Kurve nicht. Die kann man nur in eine Richtung durchbiegen. In eine andere Richtung sind die für immer durchgebogen. Da sind die aber auch keine 5 Meter mehr. Hallo. Moin. Moin. So, ich bin drin? Ja, dann lege ich die hier so auf den Fußboden. K479 haben wir auch mitgebracht. Ja. So, Fußboden ist drinne. Sieht schick aus. Doch, kann man nicht meckern. Und Wände sind weiß. Und Fenster sind drinne. Wow. Krasser Scheiß. Sieht direkt gleich ganz anders aus. Ja gut, wäre schlimm. Wäre schlimm, wenn nicht, ne? Da nicht so einen Hut aus alten Zeitungspapier auf dem Kopf haben. Und ja. Einmal anzutragen. Auf jeden Fall, wenn ich mal meinen Gesellenbrief 1840 gemacht habe, ja. Aber dann erst mal das Wunderpunkt drin einwickeln lassen. Was schlecht aussieht, müsst ihr rausschneiden. Wie? Weißt du das gar nicht, dass du gerade live bist? Ist das ein Livestream? Oh nein! In Echtzeit Kommentar. Alter, mehr links, die Rolle ist trocken. Du Vollidiot. Mann, wenn ich das mache, dann hätte ich das ganz anders gemacht. Viel professioneller. Ich hätte erstmal alles abgeklickt und damit airless, weißt du? So genau. Das kannst du besser outsourcen. In der Zeit. Alter. Scheiße, ja, das heißt, jetzt verstehe ich, was du meinst. Ach du Scheiße. Und ihr habt schon grundiert, Freitag, ne? Ja. Ist auch Video. Ein Scheiß, ey. Super. Ist jetzt immer schlimmer, ja. Kannst du ja sagen, kannst lass trocknen, weil das wird ja immer schlimmer. Mist. Und das liegt echt nicht an bei Peter hier in der Kette oder so, weil das mal ein Stall gewesen ist. Dann putzt der, dann fällt der Putz von der Wand. Okay. Dann der ist ja dran. Mit den Farben geht das. Dann kommst du mit dem Eimer nicht hin. Nein. Ne? Der Eimer reicht für 100 Quadratmeter. Wieso hat er bei Ihnen nur für 10 gereicht? Naja, ich habe die das Farbe so mit dem Spachtel aufgetragen. Der Rest ist braun geworden. Achso, du glaubst jetzt auch nicht entscheiden. Ja, nein, aber guck mal. Ich in die Kamera, dass ich da nichts für kann. Kann er, in die kannst du ja auch wirklich nichts für. Du kannst doch nichts für die beschissene Wende hier. Das so war eben mal ein Stall, ne? Also da kann man nur sagen, was man will. Aber der Fußboden ist geil, finde ich. Es sind Fenster drinne. Man kann also jetzt den Kiddies hier in der Halle dann auch beim in eine Runde reiten oder so. Tiere streicheln. Was man dann eben so macht. Zugucken. Ja, ich kenne mich damit zum Kran nicht aus. Die Wände hier sind tatsächlich auch alle top geworden. Muss man aber ganz ehrlich sagen. Der Fußboden, ich finde den mega. Ich finde den echt mega. Und hier unten, ja, das ist echt klar. Ne? Das, vor allem, da sitzt ja überall noch die Feuchtigkeit in der Wände. Ne? So, ich muss euch mal noch mal ganz kurz was zeigen hier an den lieben Spender. Hier hängt nämlich Hygiene wegen Corona, Hängeseife desinfizieren, bup, bup. Hier ist nämlich euer Spender. Und beim anderen Gnadenhof hängt der ja auch. Und da sind ganz viele Schnitzels. Schnitzels. Kleine süße Schnitzels. Nein, machen wir kein Schnitzel von. Nee, also hier, wie gesagt, ne? Hygienespender. Cool, ne? Tippitoppi. Vielen lieben Dank nochmal für die liebe Spende. Das, wie gesagt, hier sind die Fußleisten und der Raum. Das wird. Alles cool.
müssen wir da aus der Ecke noch ein paar leere Kisten holen. Und ja, dann ist das schick. Das ist übrigens auch geiler Eichenstamm, ne? Soll eigentlich auch mal aufgesägt werden, aber ohne Sägewerk keine Chance. Und diese Alaskan Chainsaw Mills oder so, das ist Kettensägen-Kaputtmacherei. Ne? Das ist ein Kollege von Hauke, der sägt damit immer Eichenstämme auf. Der braucht jedes Jahr eine neue 8-8er. Ne? Und so viel sägt der gar nicht. Aber es sind eben alles die großen Eichen und Alter, macht ihr euch so schnell. Die Sägen mit kaputt, ne? Mit diesen Längsschnitten. Da gibt es ja auch spezielle Ketten für, ne? So Längsschnittketten. Und das ist so. Ja, das ist Materialmorden, ne? Sind die einfach nicht für gemacht. Da kannst du mal ein paar Bretter mitschneiden, aber sind die einfach nicht für gemacht. Also es muss schon irgendwie so ein Bandsägewerk sein oder so. Dann sind die Schnitte auch viel schöner, du hast noch nicht so viel Verlust und so, ne? Aber ja, ich bin eben so ein Typ, ich kaufe mir lieber einmal was Vernünftiges und hab dann auch noch was von. Als dass ich mir meine Sägen ruiniere oder eben viel Verlust am Holz habe oder eben auch keine schönen Schnitte, ne, dass du die Dinger endlos noch durch den Hobel schieben musst und so. Naja, gut. Jetzt holen wir da, wie gesagt, noch die leeren Kisten, dann räume ich den Schuppen leer, nehme den Schuppen dann mit nach Hause und ja, dann haben wir die Hundekiste haben wir verkauft, die wird heute abgeholt. Das ist ganz cool, derjenige fährt auch einen Jeep. Allerdings das alte Modell, wo die noch passt, also das wird schon cool, glaube ich. Und dann ist der Haufen hier in der Mitte auch weg, dann das noch irgendwie weg. Und dann, ja, ihr seht, ne, es wird schon. Klar, es ist doof, dass Markus krankgeschrieben ist, weil wir jetzt 3 Tage lang kein Geld verdient haben. Aber dafür haben wir wenigstens 3 Tage lang wieder ein bisschen was auf den Platz geschafft. Weil, wenn man ehrlich ist, die Saison wirft ihre Schatten voraus. Wir haben schon viele Sachen für den Oktober vorgeplant. Also eigentlich ist der Oktober ziemlich voll, gerade so mit größeren Heckenrodungen und so eine Geschichten. Da ist ja Oktober ist schon ziemlich gut durchgeplant. Da ist noch ein bisschen Luft, so sag ich mal. Aber ne? Jetzt kommen so eben die schönen Sachen. Die kommen jetzt, das, was man sich so ein bisschen aufsparen musste, weil das eben auch Rodung im öffentlichen Raum darf ja auch erst wieder im Oktober und so. Da haben wir ein bisschen was in petto. Gestern, wie gesagt, noch die Verhandlungen mit dem großen Bauträger. Da hoffen wir, dass wir von den Sachen auch ein bisschen was kriegen. Alles wäre geil. Da habe ich einen Monat Arbeit. Aber wenn wir dann ein paar Sachen von kriegen, dass wir eine Woche voll kriegen oder so, ist auch schon cool. Und dann geht es auch wieder weiter. Ne? Ja. Nur wie gesagt, große Investitionen sitzen dieses Jahr nicht drin, ne, weil wir einfach mal die Reserven verballert haben den Sommer über, um eben nicht auf Kurzarbeit gehen zu müssen oder so. Ne? Und eben hier für so eine Spielereien, die, ich meine, es sind 3 Tage kein Geld reingekommen und 3 Tage, die Geld gekostet haben. Ne? Ist ja nicht so, dass Kuno hier für lau rumläuft. Ne? Also Kuno ist ja auch angestellt. Also von daher, der ist auch angestellt und der kriegt ganz normal seine Stunden bezahlt, ne? Das ist, ja. Packen Pakete! Es läuft ja gerade wieder, oder wir versenden dann wieder für den Shop und es läuft ja auch gerade wieder eine Bestellaktion für neue T-Shirts für unsere Supporter, also für unsere Kanalmitglieder. Da läuft jetzt auch gerade die nächste Support-Shirt-Bestellrunde. Also wir haben auch jetzt wieder ein bisschen was mit dem Shop zu tun. Ist ja nicht so, dass wir den ganzen Tag quasi auf der faulen Haut sitzen, sondern wir versuchen das auch immer zügig abzuarbeiten. Natürlich kommt das manchmal zu verzögerter Lieferung, weil was vielleicht nicht gerade vorrätig ist oder nicht in der Größe vorrätig oder weil wir vielleicht die Woche auch viel zu tun haben und deswegen nicht versenden können. Wir haben da wie gesagt keine Angestellten für, wir müssen das alles selber machen. Und deswegen kann das manchmal ein bisschen dauern, aber jetzt heute Nachmittag fahren wir auf jeden Fall auch wieder hoch in den Shop und packen Pakete, dass die heute auch noch wieder rauskommen. Heute müssen auch noch wieder die Angebote raus. Eine Baustelle muss ich mir noch schnell eben angucken, weil da bin ich mir gar nicht mehr so sicher. Aber gut. In der Regel versuchen wir also immer, wir machen sonntags die Besichtigungen, in der Regel versuchen wir bis dienstags abends immer alle Angebote rauszuhaben. Ja. Jetzt ist Mittwochmorgen, ein paar müssen noch geschrieben werden. Aber so, dass also auf jeden Fall heute Abend alle Angebote rausgehen. Auch das Ding von dem Bauträger. Was haben wir eben auch mal eben 20 also 20 Grundstücke sind oder so, ne? Also mit mehreren Einzelpositionen. Dann. Na gut. Ist also eine Menge Papierkram. Ich schätze mal, dass wir gegen 1, 2 Uhr im Shop sind, dann hoffe ich, dass wir bis 4 alle Pakete gepackt sind, weil wenn die bis 5 nämlich zur Post sind, gehen die heute noch raus und dann sind die übermorgen oder so da. Manchmal dauert es eben etwas länger, ne? In der Schweiz kann länger dauern. Wenn die in die Einzel... Ach, das habe ich auch alles schon 100 Mal erklärt, ne? Wenn die in die Einzelprüfung kommen oder so, dauert es eben auch länger. Ist eben so. Gut.